Leute, jetzt geht's los. Nummer 1 des Real Car Talks hier vor dem Bauamt der Landeshauptstadt Hannover. Wir warten jetzt auf Thomas Vielhaber, den Stadtbaudezernenten, und wollen mit ihm hier durch die Stadt fahren und mal gucken, was er so sieht an Chancen und auch Herausforderungen im Stadtbild, wenn man mit ihm durch die Straßen fährt. Innovation, Bildung, Forschung, Wissenschaft. Ist das der Grundstein letztendlich auch für die Real Estate Arena gewesen? Wir brauchen deshalb nochmal andere Nutzung, andere Qualität. Da knallen ja wirklich Positionen aufeinander. Mensch, hallo Thomas. Hallo Hattig. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du Zeit hast. Freue mich, gerne. Ja, ich möchte dich einladen zum ersten Real Car Talk. Wir beide setzen uns jetzt ins Auto und fahren einmal durch die Stadt. Du bist ja hier Baudezernent in Hannover. Ja. Und ich will von dir eigentlich erfahren, welche Chancen siehst du, wenn wir beide durch die Stadt fahren, und auch welche Herausforderungen. Da gibt es ja doch einige. Das stimmt. Komm mit, wir fahren los. Ich freue mich. Super, danke. So, Thomas, schön, dass du Zeit hast, mit uns jetzt ein bisschen durch die Stadt zu fahren. Das ist ja die erste Autofahrt, die wir machen. Und ich habe mir natürlich überlegt, man muss dich ja mit der richtigen Musik begrüßen. Mhm. Und deswegen habe ich mir mal dieses Stück hier ausgesucht, weil sich viele Leute sicherlich fragen werden, warum duzt der Hartwig eigentlich den Thomas? Und das, Lied erklärt es so ein bisschen. Das Rennradfahren. Das Rennradfahren verbindet uns. Aber heute fahren wir mit dem Auto. Und wir fahren jetzt los und wollen ein bisschen mit dir durch die Stadt fahren bei dem ersten Real Car Talk und wollen uns über das unterhalten, was dich beschäftigt, weil das, was dich beschäftigt als Verantwortliche hier in der Landeshauptstadt Hannover, beschäftigt natürlich auch uns auf der Real Estate Arena. In einigen Tagen ist es soweit, die zweite Real Estate Arena startet. Was denkst du so, wenn du auf die Messe guckst? Ich freue mich erstmal drauf, einmal um die Akteure alle wiederzusehen, die vielen Menschen, mit denen ich sonst in anderen Situationen zu tun habe, auch neue Menschen kennenzulernen und natürlich über aktuelle Projekte und Themen zu sprechen. Das ist ein toller Austausch, so ein bisschen abseits von dem üblichen Alltag. Was fällt dir denn oder was ist dir, als du nach Hannover gekommen bist, aus deinem Expertenauge auch so als erstes aufgefallen an der Stadt? Was hast du gemocht? Naja, fange ich wirklich mal vorne an. Also der erste Eindruck, den ich bekommen habe, war natürlich der Austritt aus dem Bahnhof auf den Ernst-August-Platz. Und der hat ja unheimliche städtebauliche und urbane Qualitäten. Das ist erstmal also ein ganz toller Eindruck. Und ich bin dann weitergegangen, eben entlang der Passarelle, eher so ein 70er-Jahre, 80er-Jahre-Bauwerk, und bin dann über den Opernplatz gelaufen. Und auch da, zusammen mit dem Laves-Dreieck, da sieht man ja die städtebaulichen Qualitäten. Aber es gibt eben auch die anderen Seiten. Das sind ja die großen Verkehrsräume in der Stadt und rund um die Innenstadt. Also der vierspurige, manchmal sechsspurige oder achtspurige Cityring, der dazu beiträgt, dass es so etwas wie eine Trennlinie zwischen der Innenstadt und diesen tollen Stadtquartieren gibt. Das hat ja Historie. Hannover war eine, ja, ich will sagen, verwundete Stadt nach dem Krieg. Mehr als 85% der Bausubstanz waren beschädigt oder verschwunden, wenn man Bilder von damals sieht, nach so 45, 46. Das ist ja unvorstellbar, was da eigentlich in der Zeit jetzt entstanden ist. Und sieht man das aus Expertenaugen? Ja, ja, man kann das schon sehen, weil Hillebrecht, das ist ja mein Vorgänger, wenn ich richtig gezählt habe, hatte eine klare Perspektive auf diese Stadt. Er ist in den USA gewesen, so wurde mir berichtet, und hatte eben das Thema, ja, wie gehe ich mit Verkehr um in einer Stadt, auch bespielt. Und das Gute an seinen Überlegungen war, dass er es ja tatsächlich geschafft hat, den Kröpke autofrei zu bekommen und die Grundlagen für die ersten Fußgängerzonen in der Stadt zu legen. Es gab ja damals das Wunder von Hannover, den Spiegeltitel, ne? Ja, genau. Also wo diese Speichenverkehrspolitik damals auch thematisiert wurde, ne? Naja, das ist ja dann das, was wir heute dann eben auch negativ einschätzen. Er hat die großen Achsen, er nannte das Tangenten gebaut, die von außen in die Stadt führen. Er hat den Cityring, der teilweise bis zu achtspurig ist im Bereich des Waschplatzes, gebaut und den Verkehr dort gebündelt. Aber er hat das Ganze ausgelegt eben für damals 100.000 Autos. Davon ist er ausgegangen, die dann in Hannover sein würden, wenn sich das Thema weiterentwickelt. Aber der Verkehr hat ungleich mehr zugenommen und er wird natürlich auch diesen Trassen geführt. Und das führt zu dieser schweren Trennung eben zwischen der Innenstadt und den Stadtteilen. Nun sind die Hannoveraner ja auch, ich meine, Volkswagen-Nutzfahrzeuge sitzt hier, ist natürlich auch eine Stadt, die sehr auf das Auto ausgerichtet ist. Und das wird natürlich an der einen oder anderen Stelle gerade sehr intensiv diskutiert und auch sehr emotional diskutiert, weil ja das Ziel der Stadtpolitik ist, die Innenstadt autofrei, autoärmer zu machen.
Wie ist da das Vorgehen? Ich meine, da knallen ja wirklich Positionen aufeinander. Naja, das ist ja nicht an sich ein Wert, autofrei zu sein, sondern die Frage ist, was können wir damit erzielen, wenn wir die Autos rausnehmen, vor allen Dingen die parkenden, die Autos, so also das Blech, was in den Straßen steht, um Flächen zu gewinnen, um Freiräume zu gewinnen für andere Nutzungen, für andere Verkehrsarten, für Außengastronomie, für Aufenthaltsflächen, aber vor allen Dingen auch für die Begrünung, weil wir sehen und wir spüren, dass die Stadt einfach nicht gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels gewappnet ist. Also wir haben Hitzeperioden, wir haben Starkregenereignisse und sehen, das Wasser kann nicht wirklich abfließen. Und das sind alles Themen, mit denen wir uns beschäftigen und dafür brauchen wir auch den Raum. Also ist dieses Thema Diskussion Auto ja oder nein in der Innenstadt eigentlich eingebettet in eine viel größere? Naja, das ist es. Wir haben einen Innenstadtdialog durchgeführt und ein Innenstadtkonzept erarbeitet. Und genau dort haben wir eben die Ziele definiert. Und da spielt die autofreie Innenstadt eine große Rolle. Aber immer mit Blick darauf, dass wir eine lebenswerte Stadt haben wollen, die Dinge zulässt, die wir heute hier nicht haben. Aber wenn wir in andere Städte schauen, also wir schauen gerne nach Barcelona oder Kopenhagen oder Amsterdam, dann sehen wir dort immer Qualitäten. Und das sind nicht die großen Straßen, die ich damit meine, sondern es sind eigentlich die Räume, die innerstädtisch, urban und kreativ genutzt werden können. Und ist das auch so euer Bild, was in diesem Innenstadtdialog diskutiert worden ist? Ist das eigentlich sinnvoll, so viele Leute auch einzubinden, wenn man die Innenstadt umbauen will? Ja, das ist eines der Bilder. Es geht ja auch noch um weitere Fragestellungen. Nehmen wir mal das ganze Thema Einzelhandel oder wovon hat die Stadt denn maßgeblich gelebt in den letzten 60, 70 Jahren? Also in diesen Jahrzehnten war der Einzelhandel der ganz prägende Punkt und der wird es auch weiterhin sein. Aber wir sehen, dass es da Entwicklungen gibt, die in andere Richtungen laufen. Vielmehr läuft über Onlinehandel. Gerade junge Menschen verhalten sich anders als ältere Menschen, gehen also nicht zum Bummeln oder zum Shoppen unbedingt in die Stadt. Und wir brauchen deshalb nochmal andere Nutzung, andere Qualitäten, also mehr Mischung in der Stadt. Und da brauchen wir auch viele Akteure, die daran mitziehen, weil das kann die Stadt nicht alleine machen, auch nicht verordnen, sondern wir brauchen Partnerinnen und Partner, die mitwirken. Als ich 1986 nach Hannover kam, war ich erstaunt, dass es in der Innenstadt von Hannover damals, glaube ich, 5 Karstadts gab. 5. Ja. Jetzt haben wir 2, die leer stehen. Und da fahren wir jetzt auch hin, in den sogenannten Aufhof, wo das K fehlt. Was hat es damit auf sich, Thomas? Ja, das ist einer, wir haben es gerade gehört, du hast es gesagt, einer der beiden großen Leerstände. Und wir haben hier das Glück, dass die Eigentümer gesprächsbereit sind. Und wir haben mit ihnen vereinbart, dass wir das Gebäude, solange es eben nicht genutzt wird und auch noch dort so steht, leer steht, dass wir es nutzen können. Das heißt also für Aktionen, für Innovationen. Und wir haben aus dem Innenstadtdialog, aus dem Innenstadtkonzept PartnerInnen an der Seite. Ich nenne die Hochschullandschaft beispielsweise, die Agentur für kreative Zwischenraumnutzung, auch noch andere Beteiligte, mit denen wir zusammen überlegt haben, ja, was kann denn das Gebäude? Wie können wir Leben in das Gebäude bekommen? Und wie können wir sozusagen mit unseren Themen auch in die Innenstadt gehen? Jetzt schauen wir uns die Hochschule an, die sitzt auf dem Expo-Gelände. Wir als Bauverwaltung sitzen jenseits des City-Rings. Zu uns kommen die Menschen nicht. Wir müssen mit unseren Themen, also den Innenstadtthemen, den Verkehrsthemen, Mobilität, Klimawandel, Innovation, Bildung zu den Menschen hingehen. Und das wollen wir dort über mehrere Monate testen. Bevor wir jetzt gleich da in den Aufhof gehen, wird das Gebäude eigentlich abgerissen oder nachgenutzt? Auch darüber gab es ja eine Diskussion. Also die Eigentümer haben die klare Vorstellung, es abzureißen und neu zu bauen. Dann aber auch mit Mischnutzung, also nicht wieder diese Monostruktur aufzubauen auf 5000 Quadratmeter. Und das ist auch der Hintergrund. Das ist ein Gebäude, was eben für diesen Nutzungszweck erstellt worden ist, mit großen Gebäudetiefen, mit großen Höhen, Deckenhöhen, 4,80 Meter, wo eben Wohnsituationen beispielsweise nicht ohne weiteres vorstellbar sind. Und dazu hat es dann Berechnungen gegeben, Ermittlungen gegeben, die vor allem dieses Thema graue Energien, CO2 und so weiter auch nochmal darstellen, in der Bestandsvariante und auch in den Planungsvarianten. Nun ist das ja am Rande der Altstadt. Ist es denkbar, dass da künftig Wohnbebauung angesiedelt wird? Also das ist das Ziel, wenn wir es gleich nochmal sehen. Wir haben die Altstadt, die sehr kleinteilig aufgebaut ist. Und wir haben dann wir haben es genannt in dem Prozess, die steinerne Stadt oder das Herz der Stadt, so wie es der Einzelhandel nennt, also der Einzelhandelsbereich mit den großvolumigen Strukturen und diese Übergänge neu zu gestalten. Das ist unser Thema, also die Kleinteiligkeit der gewachsenen europäischen Stadt mit der Öffnung der Häuser eben zum öffentlichen Raum, mit gemischten Nutzungen im Erdgeschoss, Läden,
Gastronomie, Einzelhandel, Gewerbe, darüber vielleicht arbeiten und im Büro und ganz oben wohnen. Das ist ja das, was wir aus den Städten kennen und das ist das, was wir auch wieder brauchen. Ist der Investor für sowas offen? Weil Innenstadt ist eine teure Lage, da will man natürlich andere Quadratmeterpreise erzielen. Ist das überhaupt vorstellbar, das mit Wohnraum zu machen? Also Wohnraum spielt dann ja nur eine von mehreren Rollen. Das wird kein Wohngebäude sein, sondern eben die Situation, wo Wohnen angenehm ist, gerade in den Obergeschossen, die bieten sich dafür an. Ja, und das ist erklärte Zielrichtung. Natürlich müssen wir darüber diskutieren, wie sind die Relationen, wie viel Prozent der Flächen sind sozusagen Wohnraum. Aber uns ist es ganz wichtig, eben das Thema Wohnen auch wieder in die Stadt zu bekommen. Und das ist vielleicht auch noch eine Erkenntnis, die ich auch persönlich gewonnen habe. Diese Stadt ist eben sehr stark geprägt durch den Einzelhandel. Und nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen des Wiederaufbaus hat man über die Konstrukta damals sogenannte Wohninseln in die Stadt eingepflanzt. Das heißt, es gibt konzentrierte Bereiche wie der Goldene Winkel, wo gewohnt wird, aber in den Obergeschossen eigentlich nicht. Und da brauchen wir wieder mehr Mischung. Ah, interessant. Ich lerne immer noch was dazu, was Hannover. Ja, das ist total. Also, und es ist sehr spannend, mit dir durch die Stadt zu fahren, weil man, wenn man sich so normal durch die Stadt bewegt, diese Bedeutung von Achsen, wie hier jetzt auf der Hildesheimer Straße, hier haben wir gerade 6 Fahrspuren, das nicht so wahrnimmt, dass das natürlich eine trennende Achse ist. Aber lass uns zum Thema Wohnen nochmal 2, 3 Sätze verlieren. Hannover hat ja eine Wohnungsbaugesellschaft, also als Stadt, die Hannover, ich glaube, 14.000 Wohnungen haben die im Bestand. Hannover ist ja auch noch ein Unternehmen, was immer noch baut, also auf dem Kronsberg zum Beispiel und so. Aber wie guckst du jetzt gerade auf diese große, große Herausforderung, bezahlbares Wohnen und klimafreundlich und nachhaltiges Bauen? Wie kriegt man das zusammen? Also ich glaube, der zweite Teil ist nicht verhandelbar. Wir müssen einfach klimafreundlich und nachhaltig bauen. Und die Standards sind da und werden sich auch weiterentwickeln. Und da gibt es auch klare Zielvorgaben der Stadt, der Landeshauptstadt, die wir auch weiter umsetzen werden. Das aber in Absprache auch mit den großen Wohnungsbaugesellschaften. Daneben steht dann das Problem der Finanzierbarkeit. Das sehe ich erstmal unabhängig davon. Das ist auch nicht dadurch maßgeblich verursacht, sondern durch die Entwicklung, die wir jetzt infolge eben der Corona-Pandemie und vor allen Dingen des Ukraine-Krieges sehen. Also die Kostensteigerung, der Mangel an Material, der Mangel an Fachkräften auch. Und wir müssen schauen, wo wir da mitwirken können und wo wir unseren Beitrag leisten können, damit das überhaupt noch möglich ist. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Einer kann sein, ja, städtische Flächen bereitzustellen. Am Kronsberg ist es so gelaufen. Die Stadt hat allerdings nicht mehr viele Flächen. Ein anderer Punkt ist das Thema Wohnungsbauförderung, nicht nur über die Landesförderung oder Bundesförderung zu bespielen, sondern über eigene Förderprogramme. Und das tut die Stadt seit vielen Jahren. Und da bin ich sehr überrascht gewesen, als ich hierher kam, dass man sich das leistet. Aber ich finde es einfach wirklich hervorragend. Und mal den Fokus ein bisschen größer gezogen. Du tauschst dich ja auch aus mit deinem Amtskollegen zum Beispiel in Leipzig. Das weiß ich sogar, weil ich euch mal zusammen auf einer Veranstaltung kennengelernt habe. Oder auch mit anderen Verantwortlichen in anderen Städten der Größenordnung von Hannover oder vielleicht auch kleiner. Die Real Estate Arena ist ja die Messe für die B- und C-Städte. Wie siehst du da Hannover im Ranking? Sind wir gut? Machen wir viele Sachen richtig mit Blick auf Verkehr? Oder sind andere schneller? Wo können wir uns was abgucken? Mit Blick auf Verkehr, ja, ich glaube schon, dass wir das richtig machen. Wir haben aber eine andere Ausgangsposition als viele andere Städte. Ich habe ja eben beschrieben, wie das Ganze gewachsen ist mit dem Cityring. Und das kann man bedauern. Auf der anderen Seite haben wir jetzt aber auch eine riesige Chance, weil wir Flächen haben, auch Dinge umzugestalten in Richtung Aufenthaltsqualität, in Richtung anderer Mobilitätsformen. Und das ist beispielsweise in historischen Städten, wo es sehr eng ist. Also muss man nur mal nach Münster gehen oder in andere historische Städte, ja kaum möglich. Also sozusagen das alles, was wir hier vor uns sehen auf der Straße, ist sozusagen ein großer Möglichkeitsbaum? Kann man so beschreiben. Also wie gesagt, man kann das bedauern, aber man kann auch sagen, stecken eben eine Menge Potenziale drin und das ist unser Ansatz. Ah, interessant. Ja, ich meine, wenn man jemanden fragt, welche Stadt ist so für dich als leuchtendes Beispiel ganz weit vorn, dann hört man immer Kopenhagen oder Amsterdam oder Utrecht. Und welche Stadt nimmst du dir so ein bisschen, nicht vielleicht in der Gesamtheit, aber so im Detail als Vorbild für Hannover? Also wo können wir uns was abgucken? Also ich habe jetzt nicht die Stadt, die ich als Vorbild nehme, sondern es sind eben unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Rollen der Städte. Die Städte, die du gerade angesprochen hast, die zitiere ich natürlich auch gerne. Aber wenn man zum Beispiel sich mal Amsterdam anschaut,
und guckt in die 70er Jahre, da sah Amsterdam nicht anders aus als Hannover. Sie war sehr voll mit ganz viel Verkehr. Man hat es eben geschafft, diese Stadt umzugestalten. Und das gibt mir Hoffnung, dass auch wir das hinbekommen werden und zukünftig ähnliche Qualitäten haben werden. Warum glaubst du, ist die Diskussion eigentlich, wenn es um Stadtumgestaltung geht, so wahnsinnig emotional? Ich merke, dass es vielen Menschen schwerfällt, sich aus der zeitlichen Dimension zu lösen, um mal andere Vorstellungen zu haben. Die Menschen leben im Hier und Jetzt. Also man hat wenig Vorstellungsvermögen darüber, was eigentlich entstehen kann, wenn man Dinge ändert. Es gibt in vielen Bereichen, das sind nicht alle Menschen, aber es gibt in vielen Bereichen ja so Beharrungstendenzen, weil man eben Angst hat vor dem oder vielleicht gar nicht mal Angst, vielleicht auch eine kritische Sicht auf das, was kommen könnte, weil man es nicht einschätzen kann. Und viele denken auch nicht darüber nach, wie es denn mal gewesen ist. Also die Stadt, wie wir sie heute sehen, ist ja nur ein zeitlicher Ausschnitt. Die war vor 30 Jahren anders, die war vor 50 Jahren anders und sie wird in 20 Jahren anders sein. Das muss man immer wieder bedenken. Wie kann man, hast du eine Idee, wie man den Menschen diese Angst vor dieser Veränderung, vor der Veränderung nehmen kann? Naja, zwei vielleicht. Also ein Thema haben wir, glaube ich, erfolgreich getestet. Das waren die Experimentierräume. Wir fahren gerade dran vorbei, ne? Hier an der Marktkirche war ja auch einfach was. Mal zu zeigen, was man machen kann in so Räumen. Und das zweite ist die Walking Gallery vor dem Baudezernat. Du hast es eben gesehen, wo wir Ist-Situationen mit möglichen Zukünften verglichen haben und über Visualisierung dargestellt haben, wie Räume auch aussehen können. Und das hat etwas bewirkt, weil diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, das nun ganz anders gesehen haben, was wir uns eigentlich als Zielvorstellung vorstellen. Wir sind ja hier in so einer Zielstraße, das ist die Schmiedestraße, ne? Genau, Ecke Seilwinder. Ja. Und wir halten hier jetzt mal widerrechtlich irgendwo an und steigen mal kurz aus, damit wir uns hier mal ein kleines Bild machen können von dem Aufhof. Wieso ist das eigentlich ein introvertiertes Gebäude? Naja, wenn man sich das anguckt, sieht man dieses große Gebäude mit 5000 Quadratmeter Nutzfläche auf einer Ebene und das auf vier Ebenen, ist ja erstmal sehr riesig und es ist darauf ausgelegt, eben große Menschenmassen reinzuziehen, also Käuferinnen natürlich, Käuferinnen und Käufer. Ja. Und es hat auf den Ecksituationen jeweils Eingänge an den vier Ecksituationen und es hat die Menschen eben reingezogen. Wie ein Staubsauger. Wie ein Staubsauger. Und das Problem ist für uns, dass sie im Grunde im öffentlichen Raum fehlen. Das stimmt. Aber jetzt zu der nahen Zukunft dieses Gebäude. Es ist leer. Was passiert genau da drin? Wofür ist es da? Ist das so ein öffentlicher Raum, wo jeder sich einbringen kann? Oder was ist genau die Idee? Also die Grundidee ist im Innenstadtdialog entstanden. Einmal seitens der Hochschulen, die gesagt haben, wir wollen gerne in die Stadt mit unseren Themen Innovation, Bildung, Forschung, Wissenschaft. Wir wollen mit Menschen ins Gespräch kommen. Und wir seitens der Bauverwaltung wollen das auch. Wir haben eben gesehen, die Leute kommen nicht zu uns, aber wir haben wichtige Themen, die Menschen angehen. Die Entwicklung dieser Innenstadt, das Thema Mobilität. Und haben überlegt, dann kommen wir eben raus. Und wir haben zunächst einen Leerstand gesucht und Ladenlokale gesucht. Die haben wir nicht gefunden. Wir konnten sie auch nicht bezahlen. Und das war jetzt eigentlich ein glücklicher Zufall, dieses Gebäude zu bekommen. Anschließend waren wir ein bisschen erschrocken, weil 5000 Quadratmeter zu bespielen über 7 Monate wird auch nicht ganz einfach werden. 5000 Quadratmeter ist ungefähr so groß wie die Real Estate Arena. Also dann hat man so eine Größenordnung, was man da bespielen kann. Da treffen wir uns ja dann auch in ein paar Tagen. Was ist dann die mittelfristige Zukunft? Dann wird das eingerissen, abgerissen, das kommt weg und was kommt dann dahin? Weiß man das schon? Ja und nein. Also es gibt natürlich erste Überlegungen, noch keine fertigen Pläne, aber die gehen dahin, diese Kleinteiligkeit, die wir im Grunde sehen hier in der Altstadt, also Haus neben Haus, das auch in der äußeren Figur wieder zum Thema zu machen. Das heißt Ladenlokale, die von außen begehbar sind, zu haben, damit auch der öffentliche Raum, also mit der Hinwendung der Lokale zum öffentlichen Raum wieder belebt wird. Und das Ganze eben in einer städtebaulich anspruchsvollen und architektonisch anspruchsvollen Ausprägung. Also ist es ja eigentlich eine Riesenchance, die Hannover hier hat, oder? Das ist eine Riesenchance und wir Stadtplaner sprechen dann auch von Stadtreparatur, weil es diese Struktur, wenn wir jetzt nur mal über Strukturen sprechen, wieder auflöst. Denn hier ist ja eigentlich, wenn man sich das genau anguckt, in den 60er, 70er Jahren ein Riesen-UFO gelandet in der Stadt, was überhaupt nicht in diese Stadt reinpasst. Das stimmt. Das stimmt. Also auch in der Massivität, wenn man sich dieses Gebäude mal anguckt, das ist ja schon fast Brutalismus. Die Frage ist natürlich, Thomas, was macht ihr mal mit diesen ganzen wunderschönen Kacheln? Ja, die gehören ja nicht uns, sondern den EigentümerInnen. Ich weiß, die hatten noch ein paar auf dem Dachboden liegen zum Ersetzen. Die sind mittlerweile alle verschwunden. Also das sind anscheinend begehrte Sammlerobjekte. Okay, ich glaube, hier sind wir fertig. Wir freuen uns darauf. Ach nee, noch nicht ganz. Wenn wir uns hier die Straße angucken, dann sind ja hier die Änderungen kurz, die Bauarbeiten sind hier kurz vor dem Ende eigentlich. Was habt ihr hier gemacht? Ich erinnere mich hier noch auch an die Teerstraßenenge.
Bürgersteige, viele geparkte Autos. Was sehen wir hier? Also hier sehen wir jetzt den Umbau einer tatsächlich auf das Auto ausgerichteten Straße innerhalb unserer Stadt, einer ganz wichtigen Stelle, an der Nahtstelle zwischen der Altstadt zur Einkaufsstadt. Ja. Und die hat eine besondere Bedeutung, weil es auch da einen Bruch gab. Und wir versuchen eben durch diese Qualitäten im öffentlichen Raum, also Reduzierung der Fahrbahn auf ein notwendiges Maß mit breiten Seitenbereichen für FußgängerInnen, für andere Nutzungen, das kann Außengastronomie sein oder irgendwas, und eben für die RadfahrerInnen, die zukünftig hier auf dem neuen Cityring Rad fahren, werden ganz neue Situationen zu schaffen. Es ist noch offen, aber ich weiß oder kann mir vorstellen, in welche Richtung auch entschieden werden wird, ob hier zukünftig Autos fahren. Es ist möglich, aber vorgesehen ist hier eben die anderen Qualitäten in den Vordergrund zu setzen, das zu Fuß gehen und das Radfahren. Wenn ich hier so lang gucke, ne, an den Gebäuden, hier ist jetzt Jack Wolfskin, da hinten ist ein Leerstand, Lehrerladen. Da hinten sehe ich die erste Restauration. Meinst du, dass das hier so eine Meile wird, wo die Leute auch draußen sitzen? Ich glaube schon. Also wir haben ja die glückliche Situation, dass das Brauhaus gleich hier ist, auch früher schon draußen gewesen ist. Und tatsächlich hat es hier auch erste Gespräche mittlerweile gegeben mit der Zielrichtung, ja, können wir uns nicht ausweiten an der Stelle. Wir begrüßen das natürlich. Da kommen Bäume rein. Da kommen Bäume rein. Im Moment ist das noch asphaltiert, weil natürlich, wenn hier Baumaßnahmen stattfinden werden, dann macht das keinen Sinn, die jetzt auf der Seite zu pflanzen. Die anderen werden aber eingesetzt werden. Und eine Frage, weil es mich interessiert, ist hier unter der Straße auch schon du hattest vorhin was von Starkregenereignissen erzählt und Wasserbassins, ist das hier auch schon alles drunter oder kommt das nachher in der Prinzenstraße? Also in der Prinzenstraße werden wir das perfekt machen. Da sind wir gerade dabei, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, zusammen mit verschiedenen Fachbereichen, die genau diese Themen nochmal aufnimmt. Denn da haben wir einen super Vorteil. Da lagen ja die alten Straßenbahnschienen oben und unter Straßenbahnschienen gibt es keine Infrastruktur, keine Leitung. Ah ja. Wenn man sich diese Straßen vorstellt, dann weiß man, hier liegen Kanäle, hier liegt Fernwärme, hier liegt Wasser, Strom, Telekommunikation. Und im Grunde bleibt relativ wenig Platz unter unseren Straßen für solche Maßnahmen. Da ist es möglich und am Steintor machen wir das auch. Ah, sehr spannend. Wenn man durch Hannover fährt und das mit dir, dann muss man eigentlich dahin fahren, wo es weh tut, und das ist das E-Mail-Zentrum. Wollen wir da nochmal einmal hinfahren? Können wir machen. So, jetzt sitzen wir wieder im Auto und Thomas, wenn man mit dir durch die Stadt fährt, muss man natürlich eine Straße fahren, von der ich jetzt mal genau überlegen muss, wo ich da eigentlich hinkomme. Ich weiß gar nicht, ein großer deutscher Schriftsteller hat gesagt, das wahre Gesicht einer Stadt zeigt sich hinterm Bahnhof. Ich will mit dir zum Rastplatz fahren, weil das ist ja auch Bestandteil des Innenstadtdialoges und auch so ein in der Stadtgesellschaft immer wieder diskutierter Ort, an dem eigentlich seit Jahrzehnten versucht wird, irgendwas mit Wiederbelebung, Belebung und Rettung zu machen. Also wir fahren hier jetzt direkt auf die Innenstadt zu. Wenn wir jetzt direkt durchfahren würden, dann würden wir durch den Bahnhof fahren und wären dann direkt am Rastplatz. Aber wir müssen natürlich wegen der Fußgängerzone einen kleinen Umweg fahren, was gar nicht so schlimm ist. Also was ist die Idee für den Rastplatz? Naja, fangen wir nochmal vorne an, weil deine Annahme ist nicht ganz richtig. Hier gibt es keinen hinter dem Bahnhof. Hinter dem Bahnhof ist dort, wo vielleicht das Gewerbe ist. Also wenn man sich nochmal die historischen Städte anguckt, dann sind die Bahnhöfe ja in der Regel im Zuge der Industrialisierung am Rande der historischen Stadt entstanden, der mittelalterlichen Stadt. Das kann man sich in ganz vielen Städten angucken und hier ist es anders. Hier führt die Bahn mitten durch die Stadt. Aber wenn man mal genau das stimmt, das hat die Hannoveraner damals schwerst getroffen. Aber man muss noch mal differenzieren, weil die Altstadt, die ursprüngliche Altstadt, ist ja nicht deckungsgleich mit der Innenstadt, wie wir sie heute sehen, sondern die Osterstraße, über die wir gerade gefahren sind, das war die östliche Straße in der Altstadt. Und die Altstadt hatte heutige Kallenberger Neustadt mit im Umgriff und die Leine floss mitten durch. Und das, was wir heute als Innenstadt sehen, ist so ein Stückchen rausgerutscht. Und dadurch ist genau das gekommen, nämlich, dass der Bahnhof mitten in der Stadt liegt und die Bahntrassen, die in der Plus-1-Ebene geführt werden, zu dieser Trennung führen in der Stadt. Und dadurch entsteht dieses vermeintliche hinter dem Bahnhof, wobei ich eben schon gesagt habe, das sind in anderen Städten oft die Gewerbeindustriegebiete, die schlechten Lagen. Bei uns ist es aber nicht so, denn hinter der Listermeile oder entlang der Listermeile sind so, sag ich mal, mit die schönsten Wohngebiete in der Stadt. Das ist zweifelsohne richtig. Die Hannoveraner haben ja damals sehr damit gehadert, dass sie nur einen Durchgangsbahnhof kriegen. Ne? Die haben ja wirklich, auch da war Hannover schon besonders,
dass sie gesagt haben, Hannover will auch einen Sackbahnhof haben, weil man in dieser Stadt ankommt und man fährt nicht durch. Naja, Hannover wollte auch damals ursprünglich die Messe nicht haben. 1947, da musste dann ja auch die, da kamen die Alliierten und haben ein Dekret erlassen, dass gefälligst im August 47 eine Messe stattzufinden hat. Und dann ist das der Grundstein letztendlich auch für die Real Estate Arena gewesen. Jetzt kommt hier ein Bus, aber der lässt uns, glaube ich, vor. Hier fahren wir wirklich so gerade um den Opernplatz. Und das ist ja so eine Straße, von der ich nicht verstehe, warum ist die eigentlich noch da? Hier geht es zum Parkhaus, das ist okay. Aber hier, wenn ich hier an diesem Inner City vorbeifahre, da denke ich immer, Mensch, Leute, das könnt ihr eigentlich auch sperren, weil da fahren am Wochenende sowieso nur die Autoposer rum und der Platz vor der Oper würde richtig gewinnen. Das ist aber tatsächlich vorgesehen. Das kann man auf den Bildern, die wir veröffentlicht haben, auch erkennen, das zu einer starken Umweltverbundachse zu machen, die dem Busverkehr dient, aber vor allem dem Radverkehr und dem zu Fuß gehen. Und da würden wir tatsächlich erreichen, dass der Opernplatz mit der anderen Straßenseite, der Georgstraße, wieder in Verbindung tritt. Und dann könnte man ja endlich mal diesen wunderbaren Platz vor der Oper auch ein bisschen beleben, ne? Genau. Hier ist der Bahnhof, dein erster Eindruck von Hannover damals. Hat auch gewonnen, oder? Wenn man sich das so anguckt in den letzten Jahren. Ich kenne es ja nicht von vorher, aber ich finde, das hat schon eine Qualität für einen Bahnhofsvorplatz. Aber wir sind da auch nicht am Ende mit der Entwicklung. Auch hier spielt das Thema Auto eine Rolle. Also große Teile des Vorplatzes werden eben belegt durch diese Parktaschen, durch die Taxenstände. Und wir haben ein weiteres Thema, also große Flächen, man sieht das, stehen eben voll auch mit den Fahrrädern. Und da möchten wir ein bisschen Ordnung reinbekommen, auch nochmal neue Angebote bringen, gerade was das Fahrradparken angeht. Und insofern wird es hier in den nächsten Jahren auch nochmal einige Projekte geben, die das noch ein bisschen besser machen. Warum macht ihr das nicht einfach zu für die Autos? Ja, das ist ja eine der Überlegungen. Wir werden das Taxifahren hier abbilden, das auf jeden Fall. Irgendwo rund um den Bahnhof, aber wahrscheinlich eben auf der anderen Seite, ja, gibt es dann das Thema Bike and Ride, also das, oder Kiss and Ride, das hinbringen, abholen und so weiter. Das muss aber nicht alles auch auf der Vorderseite sein, das ist richtig. Wir kommen jetzt ja zu der östlich gelegenen Seite, sagen wir mal so. Ja. Und das ist dieser Tunnel, den keiner mag. Hier ist es echt unangenehm. Ich nutze diesen Tunnel häufig, weil ich in dem Teil, in dem östlichen Teil der Stadt ja auch wohne. Und hier konzentrieren sich ja alle Problemfelder, die urbanes und großstädtisches Leben mit sich bringen, oder? Das stimmt. Also hier haben wir viele Probleme, abgesehen von den städtebaulichen. Wir fahren gerade unter einem solchen durch. Also dieses Parkhaus mit den Spindeln und diesen Unorten, die entstehen, gibt es natürlich erhebliche soziale Problematiken den drogenabhängigen Menschen, die wir hier haben, mit vielen obdachlosen Menschen, die sich hier aufhalten, weil es hier eben auch Angebote gibt. Und eine der Überlegungen ist, diese Angebote auch nochmal neu zu sortieren, auch etwas zu dezentralisieren und gleichzeitig auch dieses Plätzesystem, was wir jetzt sehen, also Raschplatz, Andreas-Hermes-Platz, Weiße Kreuzplatz, mit neuen Funktionen wiederzubeleben. Hier ist ja Städteplanung, Städtebau, Stadtentwicklung at its best. Ne? Wir stehen hier gerade unter dieser sogenannten Raschplatz-Hochstraße, eine vierspurige Schneise, wo die Autos langfahren. Vor einem Jahr oder vor zwei gab es hier mal Theater, da war die Straße gesperrt, da gab es hier lange Staus. Und also ich vermute, dass es sogar Morddrohungen gegen irgendwelche Verantwortlichen gegeben hat in dem Zusammenhang. Aber hier ist eine Riesenkreuzung, hier fahren immer viele Autos, Busse, Fahrradfahrer, Fußgänger. Wie kann man das hier lösen? Nicht ganz einfach jedenfalls, aber es ist tatsächlich so, wir haben nicht nur die vier Fahrspuren oben, sondern vier unten. Und ich habe jetzt öfter schon über das Thema Trennwirkung gesprochen. Also hier erlebt man das wunderbar. Wir haben auf der einen Seite den Bahnhof mit den Gleisanlagen und mit diesen Unterführungen, die man eigentlich nicht gerne nutzt. Auf der anderen Seite die stadtbefahrenen Straßen und dazwischen einen Bereich, der auch nicht ganz überschaubar ist. Auf der einen Seite ganz tolle Einrichtungen hat. Wir sehen hier den Hauptsitz der Sparkasse oder das Gebäude der DB, was ja gar nicht alt ist, ja, und auch architektonisch wirklich gelungen ist. Also durchaus auch gelungene Dinge. Das ganze Justizviertel dort vorne. Aber in der Summe kommt es eigentlich nicht zum guten Ergebnis. Deshalb haben wir gesagt, es nützt auch nichts, an einzelnen Themen nochmal zu drehen, sondern wir brauchen eine Idee, eine Vision für diesen gesamten Bereich. Und damit sind wir gerade unterwegs. Wir haben einen Förderantrag gestellt. Wir bekommen auch eine Förderung für eine Rahmenkonzeption, ein Leitbild, eine Idee für diesen gesamten Bereich, auf dessen Basis wir dann eine städtebauliche Planung für dieses Plätzesystem auflegen,
Das heißt, wir haben neben dem, was jetzt passiert, auch die mittelfristige und langfristige Perspektive, nämlich auch eine städtebauliche Umgestaltung. Das, was wir im Moment machen, also mit den Aktionen, die jetzt starten, das sind kurzfristige Maßnahmen, die die Potenziale auch nochmal aufzeigen. Dein Vorgänger Hillebrecht hat ja wirklich einen starken Schatten auch hinterlassen und man sieht hier in vielerlei Details in der Stadt tatsächlich auch nochmal sein Erbe. Das kann man ja so sagen. Das war vielleicht auch damals, erschien das wahnsinnig zeitgemäß. Und wie gesagt, der Titel auf dem Spiegel in den 50er Jahren lautete damals Das Wunder von Hannover. Jetzt ist Thomas Vielhaber hier in der gleichen Verantwortung für diese Stadt. Natürlich hat sich der öffentliche Diskurs total verändert, die Rahmenbedingungen sind komplett andere. Aber wenn der Spiegel in 10 Jahren wieder Das Wunder von Hannover schreiben sollte, was müsste dann in deiner Sicht passiert sein, Thomas? Was würde das sozusagen rechtfertigen aus Seiten des Spiegels? Ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass man in einer Amtszeit die ganze Stadt umgestalten kann. Aber wenn wir wegkommen von diesen Themen und eigentlich die Qualitäten der Stadt, die ich eben beschrieben habe, also die lebenswerte Stadt, in den Grundzügen umgesetzt bekommen, dann kann das vielleicht sein. Also die Zusammenhänge wieder hinzubekommen, die Strukturen miteinander zu verbinden, andere Mobilitätsformen zu haben, auf dem Weg zu einer resilienten Stadt zu sein, dann ist es, glaube ich, ein richtiger Schritt gewesen. Ob das das Wunder ist, weiß ich nicht, weil auch viele andere Städte unterwegs sind. Und wir versuchen da weiter vorne zu bleiben und eben nicht zu gucken oder abzuwarten, was andere Städte machen, sondern auch vorwegzulaufen und Lösungen zu testen. Das ist nicht immer einfach. Wir werden sicherlich auch die eine oder andere Lösung haben, über die man später sagen wird, hätte man auch anders machen können. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt den Mut zum Aufbruch, auch neue Ideen zu entwickeln. Glaubst du, dass die, also wir haben ja gerade die Leinewelle eröffnet, hätten wir auch noch vorbeifahren können. Man kann in der Innenstadt von Hannover jetzt surfen, total abgefahren. Ist ein Engagement eines Menschen in Hannover, den viele Leute kennen, Heiko Heiwei, der 11 Jahre lang an diesem Projekt festgehalten hat. Und wenn man ihn jetzt fragt, sagt er, würdest du es nochmal machen? Und er würde sagen, nein, wenn ich gewusst hätte, was auf uns wartet, ich würde es nicht tun. Heiko sagt, wenn man mit ihm über Stadtentwicklung spricht, dass den Hannoveranern oft der Mut fehlt. Mut mal, was zu entscheiden, was durchzuhalten, Konsequenz an den Tag zu legen und dass eigentlich Hannover so ein bisschen zu mittelmäßigen Entscheidungen neigt. Wie kann Hannover Mut kriegen? Naja, erstmal muss man sagen, das steckt ja nicht in Hannover drin, keinen Mut zu haben. Im Gegenteil, wenn wir hierher fahren, das kann man beurteilen, wie man möchte. Und das war schon sehr mutig, was hier mal gemacht worden ist. Und es gibt auch viele mutige andere Entscheidungen. Also auch im architektonischen Bereich, wenn ich mir die Nord-LB beispielsweise anschaue, neben dem neuen Rathaus. Also man hat ja solche Entscheidungen getroffen. Vielleicht ist es schwieriger in der heutigen Zeit, solche Dinge umzusetzen, weil auch das Selbstverständnis der Bevölkerung ein anderes ist, also mitsprechen zu wollen, mitentscheiden zu wollen. Deswegen verzögern sich Prozesse auch, nicht nur deswegen, aber auch, weil es auch wichtig ist, eben viele mit einzubeziehen. Aber das würde ich so gar nicht sehen. Aber ich glaube schon, dass wir im architektonischen, städtebaulichen Bereich tatsächlich jetzt auch Potenzial haben. Und wir haben eben über ein Projekt gesprochen. Das ist ja der Neubau eben des Bereiches des heutigen Karstadt-Kaufhauses. Oder wir schauen uns auch das alte Postcheckamt an, an der Goseriede, dann glaube ich, da haben wir große Chancen, jetzt auch noch Akzente zu setzen, auch zeitgemäß und moderne. Ist es eigentlich, also man hat das Gefühl, in Hannover wird überall gebaut, ne? Du hast gerade das Postcheckamt gesagt, das Belero-Hochhaus wird gebaut, jetzt muss man das Karstadt-Gebäude anfassen, passiert ja gerade ganz schön viel, wird viel abgerissen. Ist das in anderen Städten auch so, dass das, man könnte ja fast das Gefühl bekommen, jetzt so 20, 23, 25 Jahre nach der Expo, zack, kommt wieder so ein Hammer in die Stadt und es gibt den nächsten Entwicklungsschub. Ist das so? Zwei Sachen dazu. Das ist nicht nur in der Stadt, sondern wir haben ganz große Projekte ja auch am Stadtrand. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen, mit Kronsrode bzw. Kronsberg Süd, mit dem größten Wohnbau-Neubaugebiet im gesamten Land oder auch mit der Wasserstadt und einigen anderen Projekten. Das andere ist, dort ist das Thema Abriss angesprochen. Ich glaube gar nicht, dass es hier anders ist als in anderen Städten. Es gibt einige Bereiche, wo wir über Abriss sprechen, was schwierig ist, weil man natürlich das Thema graue Energien auch immer besprechen muss. Aber man muss das im Einzelfall lösen, weil das nicht nur damit zu tun hat, sondern mit städtischen Strukturen, mit der Frage, welche Nutzung bekomme ich eigentlich in diese Quartiere oder in diese Gebäude. Alles das muss ja geklärt werden.
Aber es ist tatsächlich so, es sind viele große Projekte, gerade auch im Bereich der Innenstadt. Und wir tragen ja mit den Maßnahmen, die jetzt noch kommen werden, gerade im öffentlichen Bereich, auch ganz maßgeblich dazu bei, den Eindruck nochmal zu verstärken. Das ist in der Zeit nicht immer angenehm, wenn gebaut wird im öffentlichen Raum. Aber ich glaube, dass das Impulse setzen wird, weil wir die Erkenntnis haben, also bundesweit, dass dort, wo die Städte im öffentlichen Raum investieren, auch die Privaten häufig nachziehen, weil sie wissen, die Stadt setzt auf diese Bereiche, die sind ja nicht in Initialinvestitionen, ja. Kann man so sagen, ja. Ja. Jetzt sind wir gleich wieder bei dir und du bist auch gleich entlassen. Ich merke übrigens, dass es ein wahnsinnig spannendes Ding ist, mit dir durch die Stadt zu fahren, weil man kommt eigentlich an jedem Gebäude vorbei und man könnte jetzt eigentlich zu jedem Gebäude ja fast eine Geschichte erzählen. Hier, also gerade eben, jetzt sind wir auf den Ausläufern der Prinzenstraße, die ja jetzt als nächstes umgebaut werden wird. Auch ein Riesenprojekt, auch sehr spannend. Ich will aber noch mal eine Sache bereden, weil ich die Diskussion interessant finde und ich mich da gar nicht so selber oder ich mir den Luxus erlaube, keine Meinung zu haben. Ist Städteplanung eigentlich zu männlich dominiert? Gute Frage. Ich meine, wir sind jetzt zwei alte weiße Männer. Na ja. Nein, nicht so alt. Aber also man, diese Diskussion gibt es ja durchaus, dass es viele Räume gibt, die einfach von Männern entwickelt werden, für Männern, aus der Perspektive von Männern. Muss man da eine diversere Perspektive einnehmen? Also ich kenne die Thesen auch und die sind auch nicht ganz unberechtigt, dass es natürlich die Männer sind in dem Alter, wo sie Entscheidungen treffen, meist zwischen 40 und 60 beispielsweise, für die Stadt gebaut worden ist, weil sie selber in der Zeit auch geplant haben oder vielleicht politische Beschlüsse gefasst haben und Ähnliches. Aber ich glaube, das ändert sich. Also wir haben ja schon den Anspruch, egal ob Männer, Frauen bei uns in den Bereichen eben diese unterschiedlichen Anforderungen an die Stadt zu sehen und sie nicht sozusagen aus der Windschutzscheibenperspektive nur zu betrachten. Und wenn ich es übertrage tatsächlich in unser Haus, dann ist es so, dass ganz viele entscheidende Stellen, auch die Bereichsleitung beispielsweise oder verschiedene Sachgebietsleitungen bei uns im, man sagte früher Stadtplanungsamt, eben auch weiblich besetzt sind. Ja. Ich sehe da aber, muss ich sagen, auch gar nicht wirklich den Unterschied in dem Handeln. Also die Personen machen das sehr konsequent und machen das sehr gut und sehr fachlich, egal eigentlich, welchen Geschlechts sie sind. Hier kann ich jetzt ein bisschen was erzählen an der Stelle, wo wir gerade sind. Egidientorplatz. Mhm. Du kennst das vielleicht aus alten Fotos. Ja. Weil hier stand ja eines der wohl längsten Provisorien der Welt, nämlich die sogenannte Egi-Hochstraße, ein Stahlskelettbau mit einer zweispurigen Straße drüber. Mein kühnstes Erlebnis als Autofahrer war, dort mal mit einem 7,5-Tonner LKW von der Continental drüber zu fahren. Man hatte wirklich das Gefühl, man fällt gleich runter. Aber das war interessant und das hat Hannover dann ja irgendwann zur Weltausstellung abgerissen und damit auch den Weg frei gemacht hier für das große Nord-LB-Gebäude, was ja auch echt eine ganz abgefahrene Architektur bietet, nach wie vor. Ja, Thomas, wir sind fast am Ende. Was willst du noch loswerden? Was magst du an Hannover? Ich habe es ja eben beschrieben, die Vielfalt, die Unterschiedlichkeit der Quartiere, das Zusammenkommen der städtischen Räume, der sehr urbanen Räume mit den landschaftlichen Räumen und Freiräumen, das kenne ich aus wenigen Städten. Also wenn ich die Eilenriede sehe oder den Maschsee mit dem ganzen Leinetal, die Herrenhäuser, Gärten, alles Grünzonen, die bis an die Innenstadt heranreichen. Also man ist eigentlich von jedem Punkt in der Stadt innerhalb weniger Gehminuten, ich lege mich mal fest, innerhalb von 15 Minuten in irgendeinem der Grünbereiche. Dazu kommt, dass wir eine sehr starke Prägung eben über das Kleingartenthema haben. Also auch außerhalb der großen öffentlichen Grünräume gibt es immer wieder Grünräume, die eben auch viele Wirkungen haben, auf das Stadtklima beispielsweise. Und das müssen wir, glaube ich, noch ein Stück weiter übertragen, eben auf die hochverdichteten Räume, diese Ideen. Und dann haben wir eine Stadt, die auch weiterhin eben sehr zukunftsorientiert und lebenswert und lebensfähig ist. Nochmal einmal kurz scharfe Bremse. Nun ist ja in einigen Tagen fängt die Real Estate Arena an. Kleiner Werbeblock nochmal. Zwei Tage von Hannover. Und dann machen wir zusammen ja auch noch den Kongress vorher zum Thema Industrie und Gewerbeflächen. Aber wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen vorspulen und gucken, die Real Estate Arena ist jetzt gerade vorbei. Was muss passiert gewesen sein, Futur 2, was muss passiert gewesen sein, damit du sagst, Mensch, das war wieder eine richtig tolle Veranstaltung, die hat mir richtig viel gebracht und hat mir auch Spaß gemacht. Was muss dann passiert sein auf der Real Estate Arena? Gute Gespräche, guter fachlicher Austausch, viele Ideen, die ich mitnehme für unsere Stadt, für die Entwicklung unserer Stadt. Das sind eigentlich die
das ist das, wo ich den Erfolg für mich dran festmachen würde. Hast du jetzt schon ein persönliches Highlight? Weißt du, was du dir unbedingt angucken musst? Ich habe mir tatsächlich die Tagesordnung rausgelegt und habe mit dem gelben Marker einiges angestrichen. Das ist aber nicht nur eines, sondern es sind verschiedene Themen und Veranstaltungen. Und ich will natürlich auch nach oben gehen und mir die unterschiedlichen Stände auch ansehen und gerne auch ins Gespräch kommen. Wir werden im Rahmen dieses Real Car Talks auch noch zwei Architektinnen kennenlernen, die ja diese Ressource Architektur gemacht haben. Ich kann dir versprechen, Thomas, der Stand, den Ressource Architektur anbieten wird dieses Jahr, ein Projekt von Studentinnen und Studenten von Hochschule und Universität Hannover, wird wieder atemberaubend sein, den solltest du nicht verpassen. Das Haus der Zukunft des GdW, auch wieder spannend, also vom Gesamtverband Wohnungsbau, die bringen wieder viel Technologie mit, wie man Wohnungsbau spannender und vielleicht auch effizienter machen kann. Und überhaupt wird es auch eine nette Party geben. Also insofern. Und es gibt sogar einen Bezug zum Aufruf, weil ich habe mitbekommen, dass einer der Stände zukünftig dann wandern wird in den Aufruf und da wiederbelebt wird. Ach, echt? Der von den Architekten, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wir werden dort. Das macht natürlich kleines, Sinn. Genau, ein kleines Forum nochmal einrichten. Wir nennen das, das hat auch nochmal einen Namen. Jetzt habe ich ihn vergessen. Aber das ist spannend, das wusste ich noch nicht. Siehst du, ich sag ja, wenn man mit dir unterwegs ist, das ist nicht nur beim Rennradfahren so, sondern das ist auch hier im Real Car Talk, die erste Ausgabe, die Premiere, ist es auch so, man wird immer schlauer, wenn man mit dir fährt. Das macht wirklich Spaß. Andersrum aber auch. Wenn ich das kurz sagen darf, das meine ich wirklich ehrlich, das ist ein Riesengewinn, dass wir dich hier an der Position in der Landeshauptstadt Hannover haben. Und ich freue mich mit dir, diese Stadt weiter entwickeln zu können, auch mitreden zu dürfen. Ich mache die Plattform Real Estate, du machst die Landeshauptstadt Hannover und so werden wir, glaube ich, eine ganz tolle und gestaltbare Zukunft erleben. Vielen Dank, Thomas Vielhaber, für diesen richtig guten Rundkurs. Danke dir für die angenehme Auszeit im Alltag. Tschüss. Ciao. Danke.